morgen erst einmal dorthin. Gleich zu Beginn stehen Beratungen und Abstimmungen über zwei langjährige Auslandseinsätze der Bundeswehr an. Worum geht es da genau? Das werden wir jetzt gleich vertiefen hier im Gespräch. 9 Tagesordnungspunkte sind es insgesamt heute im Plenum des Deutschen Bundestages. 4 namentliche Abstimmungen sind dabei und 2 davon tatsächlich gleich bei den ersten beiden Tagesordnungspunkte. Auslandseinsätze der Bundeswehr, und das sind die jeweils längsten. Zum einen der in Kosovo, der längste insgesamt, da ist die Bundeswehr von Anfang an dabei, seit inzwischen 20 Jahren. Und der zweite, bei dem geht es um die UN-Mission vor der Küste Libanons, und da ist die Bundeswehr, das ist zumindest der längste Marineeinsatz der Bundeswehr, auch schon seit 13 Jahren inzwischen. Und darüber wollen wir reden, denn sie beide sollen heute um ein weiteres Jahr verlängert werden. So ist das immer rein vom Formalen her. Ich freue mich, dass bei uns sind Fritz Felgentreu, der Sicherheits- und Verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ihnen guten Morgen. Und Armin Paul Hampel ist da. Er ist der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Ja, gucken wir gleich mal. Guten Morgen auch Ihnen natürlich. Gucken wir gleich auf das, beziehungsweise auf die, kurz auf die einzelnen Mandate, die hier verlängert werden sollen, und dann vielleicht auf Auslandseinsätze auch nochmal im Allgemeinen. Zunächst eben auf den Kosovo-Einsatz. Da soll die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten reduziert werden. Warum? Bei gleichzeitiger höherer Präsenz im Kosovo, habe ich gelesen. Erläutern Sie uns das ein bisschen. Ja, die Sicherheitslage hat sich einfach so gewandelt, dass wir inzwischen den Auftrag des KFOR-Einsatzes, nämlich Sicherheit und Ordnung im Kosovo zu gewährleisten, dass wir den abdecken können mit nur 70 Mann. Das ist die Einschätzung. Und wenn wir nicht mehr brauchen, dann schicken wir natürlich auch nicht mehr. Und nichtsdestotrotz, wie ist die Position der AfD zu diesem Einsatz? Wir empfehlen, den Einsatz schleunigst zu beenden. Wir sind seit knapp 20 Jahren im Kosovo. Wir haben 27 Soldaten dort verloren. Wir haben 130.000 Mann im Einsatz gehabt. Wir haben 3,4 Milliarden Euro ausgegeben. Und am Ende steht, dass das Kosovo nicht lebensfähig ist, nur durch die westeuropäischen Staaten finanziert wird. Und die Kosovo-Albaner im Ausland übrigens. Und vor allen Dingen, es ist ein krimineller Staat. Er wird von Kriminellen regiert. Drogenhandel, Menschenhandel, Organhandel, alles ist dort unter den Augen der Europäischen Union geschehen. Es ist nichts gemacht worden. Frau Del Ponte, die mal in einem Buch schon über die Zeit von 1999 bis 2008 geschrieben hat, hat die höchsten kriminellen Fälle dort beschrieben. Es ist absurd, dass wir ein solches Staatengebilde, so ein Konstrukt, ein Failed State noch unterstützen. Wenn ich mich nicht völlig verlesen habe, waren die 27 toten Bundeswehrsoldaten Unfälle und ja, oder Selbstmorde. Das heißt, das hätte überall passieren können. Würde ich jetzt als Argument nicht zwingend gelten lassen, obwohl es natürlich betrüblich und bedauerlich ist. Warum sind Sie nach oder trotzdem dafür, diesen Einsatz zu verlängern, nach all dem, was Armin Paul Hampel hier aufzählt? Klingt ja gruselig. Naja, man muss erst mal wissen, warum wir überhaupt da sind. Das geht zurück auf ein Mandat der Vereinten Nationen. Wir sind mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates da, weil damals, vor 20 Jahren, als das alles losging, klar war, nur die NATO ist in der Lage, in dieser Region Sicherheit und Ordnung überhaupt zu gewährleisten nach dem Kosovo-Krieg. Da stand den Leuten der bloße, den ethnischen Gruppen der blanke Hass in den Augen. Und dass wir heute, nach 20 Jahren, NATO-Einsatz dort, mit der EU hat das erstmal gar nichts zu tun, einen Zustand erreicht haben, wo dieser Hass abgeklungen ist, wo es vielleicht noch Feindseligkeit gibt, aber wo selbst die Leute in der Gegend von Prizren, wo die Bundeswehr zuletzt stationiert war, die serbische Minderheit dort gesagt hat, ihr könnt gerne abziehen, wir fühlen uns nicht mehr bedroht von unseren kosovarischen Nachbarn. Das ist ein Riesenerfolg, und darum geht's. Das ist unser Vorhof, das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Wollen wir, dass die Leute da wieder anfangen, aufeinander zu schießen? Das kann doch nicht der Ernst sein. Ich fasse zusammen, was Fritz Felgentreu sagt. Nicht alles gut, tatsächlich nicht alles gut, wäre auch tatsächlich nicht wahr. Aber trotzdem eine deutliche Verbesserung und Stabilisierung der Lage insgesamt auch für die einzelnen Menschen im Kosovo. Ist das nicht Grund genug, trotzdem da zu bleiben, zumal mit einer reduzierten Anzahl von Soldatinnen und Soldaten? Das ist eine schöne Malerei. Die Menschen, die das als Aussage gemacht haben, weiß man nicht, unter welchem Druck die standen. Es gab ja den Versuch eines Normalisierungsabkommens zwischen Serbien und dem Kosovo. Ich habe unlängst die Gelegenheit gehabt, lange mit dem serbischen Außenminister zu sprechen, der sich bitter beklagt, dass die serbische Minderheit dort eben nicht die Rechte bekommen hat, die man ihnen eingeräumt hat. Die Kosovaren tun alles, um dieses Normalisierungsabkommen zu behindern oder gehen gar nicht drauf ein. Sie haben inzwischen auf serbische Waren einen Zoll von 100% erhoben. So findet man keine Verständigung. Und nochmal, es ist ja bezeichnend, wenn eine Dame wie Frau Del Ponte diese furchtbaren Kriminaltaten dort aufzeigt, dass das anscheinend überhaupt gar kein Echo in der Politik findet. Und ich habe von schwersten Kapitalverbrechen gesprochen, die unter der Duldung nicht nur, sondern mit aktiver Teilnahme bis hin zum Präsidenten durchgeführt worden sind. Herr Tadic stand vor Gericht, Sie wissen das, sämtliche
Zeugen, die dort eingeladen waren, sind samt und sonders umgebracht worden. Herr Felkendroer. Ja, Herr Hampel redet zu allem Möglichen, nur nicht zum Thema. Wir reden hier über das Kosovo-Mandat der Vereinten Nationen. Die NATO hat den Auftrag, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das tut sie seit 20 Jahren. Sie tut es so erfolgreich, dass wir mit weitaus weniger Personal auskommen, um diesen Auftrag zu erfüllen, als wir mal angefangen haben. Die Bundeswehr war mal in Brigadestärke im Kosovo. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Heute brauchen wir noch 70 Mann. Und das reicht aus, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist der entscheidende Punkt. All die anderen Fragen, die hier eben angesprochen worden sind, sind Außenpolitik, Ordnungspolitik. Das hat alles mit diesem Einsatz nichts zu tun. Dieser Einsatz ist kein Einsatz zur Unterstützung der kosovarischen Regierung. Es ist ein Einsatz zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Kosovo durch die Vereinten Nationen, unterstützt zum Beispiel auch durch Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es ist schlicht Unsinn, was wir hier hören. Gleichwohl geht es politisch nicht richtig voran. Also es gibt, glaube ich, Anfang der Woche wieder Gespräche dann in Paris zwischen Deutschland, Frankreich, Serbien und dem Kosovo. Es bewegt sich wenig politisch. Das ist richtig. Und in eine Schweiz des Balkans wird das Kosovo auf absehbare Zeit nicht werden. Aber wenn wir den Zustand aufrechterhalten, dass die Leute wenigstens miteinander reden und dass nicht geschossen wird, dann ist das ein enormer Fortschritt, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Und ich sage nochmal, das ist unsere Nachbarschaft. Nach Kroatien fahren zigtausend Deutsche in einer Woche in den Urlaub. Ja, und das war früher mal das gleiche Land. Und jetzt haben wir es erreicht, dass dort so weit Ruhe herrscht, dass wir eben nicht mehr Angst haben müssen, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft eine Destabilisierung ausgreift, die auch auf Griechenland, auf Nordmazedonien, auf Albanien übergreifen könnte, auf Serbien. Das ist der eigentliche Ertrag und den müssen wir unbedingt fortsetzen. Das dürfen wir nicht gefährden. Jenseits der Beschreibung der Region und des Kosovo, die Sie ja eben zweimal auch sehr ausführlich und sehr pointiert gemacht haben, ist es das nicht wert, was Fritz Felgentreu sagt, dass die Menschen davon profitieren, die in dieser Region leben, dass sie weniger Angst haben müssen um ihr Leben, dass es weniger die Gefahr besteht, dass es weiter eskaliert. Die Spannungen sind ja ständig da. Also es ist ja nicht so, dass er tatsächlich befriedet ist. Insofern ist es das nicht wert, dass da eine internationale Truppe ist, die sich darum kümmert und zumindest Grundbedingungen schafft, dass man wieder miteinander reden kann. Ich stelle mir gerade die deutsche Touristengruppe im Kosovo vor, die mit Neckermann oder anderen dorthin reist. Das sehe ich für die nächsten 30 Jahre nicht. Na, er hat ja nicht vom Kosovo gesprochen, sondern von ehemaligen Jugoslawien insgesamt. Fast auch schon so sein, so ungefähr. Also wir brauchen uns das Bild nicht schön zu malen, sondern es war, glaube ich, Phoenix, die unlängst eine interessante BBC-Reportage gezeigt haben. Es begann mit einer Lüge. Das war der Kosovo-Konflikt. Seitdem hat sich nichts verändert. Wir unterstützen dort einen kriminellen Staat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Europäische Union einen Mafia-Staat unterstützen möchte. Das habe ich verstanden, weil Sie das erklärt haben. Deswegen wollte ich da noch mal bei meiner Frage, weil ist es nicht wert, dass die Menschen da zumindest ein gewisses Maß an Ruhe und Frieden haben und mit einem gewissen Maß an Ruhe und Frieden leben können? Das will ich ja wissen. Dass sie, die Lage im Land haben Sie beschrieben, das bestreitet ja keiner, dass es nach wie vor heikel und schwierig ist. Also es ist eine Friedhofsruhe, wenn Sie das vergleichen mit den Kosovaren und den Serben. Die Spannungen sind nach wie vor da. Die Serben haben auch keine Chance, sich dort in einer Autonomie oder sowas durchzusetzen. Wir empfehlen schon lange die Vorschläge, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen, dass man sagt, die Situation ist, wie sie ist. Übrigens, die Serben sehen das auch ganz pragmatisch und sagen, die Situation ist so nicht haltbar. Das Kosovo wird wahrscheinlich früher oder später zu Albanien sich schlagen müssen, weil sie alleine nicht lebensfähig sind. Aber man muss dann die serbischen Minderheiten auch in das serbische Territorium integrieren. Alles andere würde weitere Konflikte bedeuten. Und nochmal, wollen wir nochmal 20 Jahre da bleiben mit NATO-Truppen vor Ort, um im Grunde genommen eine Grabesruhe zu garantieren. Aber immerhin Ruhe. Sind wir wieder an dem Punkt. Gucken wir noch kurz auf den Libanon und die Mission, die UN-Mission, die ist ja da ist und die Beteiligung der Bundeswehr da. Sieht die im Moment aus und was soll sich ändern im nächsten Jahr oder bleibt alles, wie es ist? Im Wesentlichen bleibt es, wie es ist. Es geht darum, wiederum in einer Gegend in unserer Nachbarschaft, in einem Vorhof Europas und an einer Grenze, die die Sicherheit unseres Verbündeten Israels bedroht, für eine gewisse Stabilität im Grenzverkehr zu sorgen, auch die Kommunikation zwischen Israel und dem libanesischen Nachbarn zu ermöglichen, wo es keine diplomatischen Beziehungen und keine unmittelbaren Kontakte gibt. Das ist ein Einsatz, der seine Berechtigung hat, der aber auch nicht geeignet ist, da die Probleme zu lösen. Das ist aber auch nicht der entscheidende Auftrag. Es geht im Prinzip darum, zu verhindern, dass die Dinge sich zum Negativen entwickeln. Wie steht die AfD-Fraktion zu dieser Mission?
Also auch die lehnen wir ab, weil das sind ja meine Marinekameraden, die da unten vor der Küste Libanons an sich den Waffenhandel kontrollieren sollen. Nun muss man wissen, der Waffenhandel kommt im Libanon nicht über See, er kommt über Land. Und ich glaube, es ist noch kein einziger Fall von einem größeren Waffenfund durch die deutsche Marine bekannt geworden, schlicht und einfach, weil der Handel da nicht stattfindet. Und ich weiß, wir haben dort einige Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt, die waren in der Vergangenheit vielleicht auch ganz gut zur Stabilisierung, aber dieser Einsatz ist das Geld jetzt nicht mehr wert, denn es kostet. Wir sollten uns aus dem Libanon zurückziehen. Wir haben dort keine Einflussmöglichkeiten auf die wirklichen Probleme, Hisbollah, Waffenhandel etc. Und auf hoher See werden wir das auch nicht bewältigen. Eigentlich sind Sie generell gegen jeglichen Auslandseinsatz, oder habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es irgendwo mal einen Ansatz, wo Sie sagen, irgendwie da muss Deutschland Verantwortung übernehmen, da müssen wir mit Soldatinnen und Soldaten tatsächlich hin und da müssen wir tatsächlich mal stark machen, dass da Ruhe und Frieden möglicherweise einkehren kann? Weil es gibt ja durchaus ambivalente Argumente, was Auslandseinsätze und Interventionen in anderen Ländern angeht. Aber Sie wollen generell nirgendwo helfen, unterstützen, befrieden. Ach, wissen Sie, der Vater vom alten Fritzen, der Soldatenkönig, der an sich immer friedlich war, hat seinem Sohn mal geraten, bedenke, dass du vor dem Schöpfer für jeden Soldaten, den du opferst, Verantwortung trägst. Wir denken im gleichen Sinne, es muss immer im deutschen Interesse sein, wenn wir Soldaten in fremdländische Einsätze schicken. Und wir lehnen es ab, wir wollen eine NATO, die sich auf das europäische, auf das eigentliche NATO-Verteidigungsgebiet konzentriert. Wir wollen keine Experimente am Hindukusch, da wird Deutschland auch nicht verteidigt. Wir wollen nicht nach Mali und nicht in den Sudan oder anderswo. Armin Paul Hampel betont das deutsche Interesse. Welches Interesse betonen Sie? Ich betone das deutsche und das europäische Interesse. Wir haben, das muss ich immer klar machen, eine historisch einmalig kleine Armee. Dass wir mit dieser kleinen Armee unser Land schützen können, dass das ausreicht, liegt daran, dass wir Teil eines starken Bündnisses sind. Und dieses Bündnis muss sich auch, lassen Sie mich ausreden, Herr Hampel, dieses Bündnis muss sich auch aufeinander verlassen können. Und dazu gehört, dass wir beispielsweise, wenn die NATO in einen Einsatz geht, wie in Afghanistan, dann oder wie im Kosovo, dass wir dann nicht sagen, macht ihr das mal, wir kümmern uns hier nur um unsere eigenen deutschen Belange. Das ist keine Unterstützung und keine Stärkung der NATO, so kann es nicht funktionieren. Herr Felgentreu, Herr Hampel, vielen Dank. Es tut sich was im Plenarsaal, da müssen Sie jetzt auch hin. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind. Wir werden diese Debatte natürlich gleich nochmal live verfolgen. Danke für diesen Morgen und schöne parlamentarische Sommerpause. Danke.